So, es gibt wieder eine kleine Änderung im Verhalten. Heute geht die Dicke mal nicht oben auf ihren Platz, sondern ja, zerwühlt etwas ihr Versteck, liegt in ihrem Versteck. Ja, müsste man mal schauen, ob da jetzt endlich mal was passiert oder nicht. Gut, ich finde, sie ist deutlich heller geworden. Das fällt schon auf. Ja, abwarten. Mit ein bisschen Glück geht's jetzt endlich mal los. Hat sich auch genug Zeit gelassen. So, knappe 2 Stunden später, 2,5 ungefähr. Man sieht es, die ersten gucken hier schon raus. Ich habe ihr jetzt Ruhe gelassen. Man weiß ja halt auch nicht, ob der Vorgang schon abgeschlossen ist, dass wir dann unterbrochen werden. Ja, und jetzt heißt es Mutti absammeln, ups, Schweinerei sauber machen und ja, zählen, wie viele das sind. Und die sieht gerade gar nicht so begeistert aus. Aber naja, eventuell schon mal Futter anbieten. Die wird wahrscheinlich auch ziemlich dünn sein. Warten wir es mal ab. Also, ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Mutti abpflücke. Die kommt erstmal in eine Fütterungsbox und dann werde ich in aller Ruhe die Kleinen absammeln. Ja, schauen wir mal, ob sie sich abpflücken lässt oder nicht. Na, da ist jemand überhaupt nicht begeistert. Normalerweise ist sie lieb, aber ich kann mir vorstellen, bei den Kiddies, dass sie da gerade gar nicht so begeistert ist. So, jetzt ist ja nicht die Frage. Und dann wird sie runterfickt. So, verpiss dich mal. Ne, du musst dich mal verpissen. Scheiße. Ja, weg. Na komm, Scheiße. Da bin ich genau in so einer beschissenen Senke. Sieht aber nach einem anständigen Wurf aus, von der Größe her. So. Ich sehe kein Wachsei. Die meisten sind schon munter, das ist gut. Ja, Mutti, ich weiß, ich gehe dir wahrscheinlich voll auf die Eier. Aber du musst mit deinem dicken Hintern hier leider runter. Oh ja.
nicht begeistert. Gar nicht begeistert. Na komm mal her. Ja, 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 ich weiß. Angefressen. Runter mit dem Hintern. Ja, 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 angepisst, ich weiß. Sehr angepisst. Oh, das ist mir aber gerade egal. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ja, jetzt heißt es abpflücken. Also Wachseier sehe ich nicht groß. Das ist definitiv schon mal super. So, wir hoffen, dass keine Totgeburt dabei ist. Ja. Ich habe jetzt hier mal so eine Schere, die ich mal steril gemacht habe. Ich fahre mal ein bisschen zurück, dass man auch was sehen kann. Ich habe jetzt hier mal so eine Schere steril gemacht, falls ich dann doch mal einen Nabel schon durchschneiden muss. Die kleinen kommen in so, eine Box, ne? Die ist unten mit feuchtem Zewa, voll ja, genässt, sage ich jetzt mal. Einen habe ich schon abgepflückt, der hat vorhin schon rausgeguckt. So, jetzt brauchen wir Tonnen von Zewa. Oder einem anderen Küchenpapier. Wir wollen ja eine Schleichwerbung machen. So. Dann schauen wir mal. Nein, nein. Komm mal her. Die sind schon super munter. Nicht schlecht. Schmodder und Scheiß mal abmachen. Zack. Das sind die zwei. Da ist der Nabel auch quasi schon ab. Perfekt. Das muss man machen. Und hier sieht man auch den Vorteil von offenen Terrarien. Ich kann reingreifen. Wenn ich das jetzt verbaut hätte, wie man das so normalerweise macht, oder ich hätte hier jetzt so eine starke Blende vorne, versuche mal die Kleinen rauszubekommen oder die Mutti rauszubekommen. Wenn so eine große Mutti keinen Bock hat rauszukommen, dann kommt die auch nicht raus. Also schauen wir mal. Noch mal ein. Das ist jetzt noch eine Eihülle. Perfekt. Komm mal her. Ja, angefressen, ich weiß. Klappe halten. Oh, die sind aber schon super aktiv. Sehr geil. Besser geht's ja gar nicht. Hier wieder scheiße. Und wichtig, wie bei den Köpis, der Eidotter muss drin sein. Nabelschnur möglichst ab. Perfekt. Was ist dann die Nummer 3? Zack. Das ist bei dem Streu natürlich jetzt richtig scheiße. Oh, hier sieht es gut aus. Wenn es ein bisschen blutet, ist nicht schlimm. Das sind Adern bei der Nabelschnur. Das ist scheißegal. Hauptsache, dass der Dotter drin ist und das sieht man an der Verdickung. So. Ich schmaddel das noch ein bisschen. Zack. Auf. 4. Komm mal her.
den Nachteil vom Streu. Okay. Ja. Jetzt ist alles gut. Schnute sieht gut aus. Streu mal weg. So. Na, du bist drin. Perfekt. Oh nein, ihr bleibt schön unten. Perspektive, dass man ein bisschen noch sehen kann. Ja, 20 werden es wahrscheinlich nicht ganz sein. Ah, mal gucken. Was man jetzt halt aufpassen muss, ist, dass man hier den Eidotter nicht rauszieht. Könnte natürlich kleben bleiben. Komm mal her. So. Ich versuche ihn nur so ein bisschen trocken zu machen. Zack. Komm. Der Dotter ist auch drin. Das ist nur noch so der Schleim vom Ei. Schauen wir nochmal. Ei, 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 angepisst, ich weiß. Das sieht nicht ganz gut aus. Bräuchlein ist ein bisschen dick. So. Schön. Ist auch schön munter. Perfekt. Weg da. Nummer 7. Oh nein, 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 nein. Der Dotter ist auch drin. Super. Zack. Gut. Schon drin, super. Nein, nein. Noch mal, ja. Kurz ab. Ja.
den Sack. Scheißegal. So, sieht auch gut aus. Moin. Weg. Man sieht, es gibt eine schöne Schweinerei. Die Nabelschnur doch lieber durch. Nicht, dass das zu lang ist, lässt sich den Dotter wieder rausziehen. Ist wahrscheinlich unbegründet die Sorge, aber das ist jetzt im Moment echt meine größte Sorge. Dann haben wir hier die Nummer 10. Angefressen, ich weiß. Das wird unten bleiben. Du Spind. Nein, unten bleiben. So viel Bewegung ist gut. Durch. Ich gucke vor allem, dass ich diese scheiß Späne wegbekomme. In den Köpfen. Ich muss den gefressen. Ich gehe hier tierisch auf den Sack. Das ist mir auch eigentlich gerade kackegal. So. So, zack. Nummer 12. Oh nein, runter da. Und Nummer 13. Oh nein, war schön da bleiben. Da ist der Nabel. Gut. Naja. Nee. Halt doch mal still. Zack. Und dann nochmal ein bisschen sauber machen. Passt. So. 13.
mal, geht der da wohl runter? Ihr habt da wohl den Arsch offen. So. Sieht so aus, als hätten wir ziemlich genau 13 Stück. Klingt erstmal nicht viel. Ne? Ich meine, eine Boa kann ja durchaus auch mal 25, 26 schmeißen. Aber die sehen topfit aus, sind alle lebendig, sogar ganz schön kämpferisch garstig. Also eigentlich eine tolle Sache. So, jetzt heißt es noch Schweinerei sauber machen. Und dann kann Mutti theoretisch schon wieder rein. Deswegen habe ich auch vorher schon Streu geordert, dass man die Sauerei da jetzt noch sauber macht. Schön unten bleiben. Nein. Du auch nicht. So, Terrarium ist wieder sauber. Ach, ich fühle mich völlig fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir da Mutti wieder reinkriegen. Die wahrscheinlich gar nicht begeistert ist, aber na gut. Macht nichts. Dann muss er durch. So. Na, gucken wir mal. Na. Ist noch ganz schön fertig. Setzen wir dich mal zurück. Vielleicht ist das so am besten. Bist du noch ein bisschen weniger gestresst, als wenn ich dich jetzt angrabbeln würde. Na komm. Na komm. Nein, nein, nein. Geh mal in die andere Richtung. Da hinten. Na komm. Genau. Na komm. Na, wo ist der Ausgang? Ne? Da. Genau. Perfekt. Oh nein. Falsche Richtung. Perfekt. Und wie man sehen kann, die ist jetzt saudünn. Macht aber nichts. Das gibt spätestens morgen die erste leckere Ratte. Bisschen stressfreier, als wenn ich sie jetzt noch ankrabbeln würde. So. Und jetzt hat Mutti erstmal Ruhe.